Sascha Weidners Fotografien sind wie Songs. Ihre Poesie saugt Erinnerungen und Sehnsüchte auf und entwirft wirklich unwirkliche Bilder nachhaltender Schönheit, sagt die Kuratorin Inka Schube. Der 1974 geborene Künstler und Fotograf schaue mit der Zärtlichkeit eines irritierten Romantikers auf die Welt, die ihm durch das Reisen vertraut geworden ist. Weidner verstarb 2015. Der Großteil seines Nachlasses wurde nach seinem Tod dem Sprengel-Museum geschenkt. Ich finde, seine Bilder wirken sehr vertraut, also als hätte man das irgendwie schon erlebt. Es wirkt wie einfach Momentaufnahmen, die spontan entstanden sind. Genau, so als würde man durch seine Augen gucken und als hätte er so einmal geblinzelt und dann wäre das Foto entstanden. Ganz sicher steckt viel mehr Arbeit hinter den Bildern, als man so denkt auf den ersten Blick. Aber wenn man sich damit beschäftigt, so wie wir jetzt auch mit dem Nachstellen, ja, merkt man, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, damit auch die Stimmung, die vermittelt werden soll, auch gut vermittelt wird. Wir stehen hier vor zwei Werken von Sascha Weidner. Das Motiv ist Fragile 2. Was fällt euch daran auf? Also ich finde, obwohl wir das gleiche Bild haben, das gleiche Motiv, wirken sie doch sehr unterschiedlich durch einfach die Machart. Also das eine ist ja sehr hochglänzend und mit der Spiegelung auch drin und das andere matt und auch größer. Ich habe das Gefühl, mehr Details kommen zum Vorschein. Wie unterscheiden sich eigentlich die zwei Bilder? Das da hinten ist eine Face-Mounted-Arbeit. Das ist eine analoge Farbfotografie, wie ihr die vielleicht aus dem Fotoalbum von euren Eltern noch kennt. Und darauf ist ein Plexiglas komplett flächig kaschiert und rückseitig auch noch ein Kunststoffträger dahinter, wie man da vielleicht sehen kann. Und auch noch so eine Aluschiene, damit man das an die Wand hängen kann. Hier haben wir was komplett anderes vom Material her. Das ist ein Tintenstrahldruck. Und es ist auch deswegen so beliebt von der Technik her, weil sehr, sehr matte Oberflächen damit möglich sind. Und auch riesige Formate, was bei einer analogen Farbfotografie immer viel schwieriger ist als beim Tintenstrahldruck. Und was in beiden Trägermaterialien drin sein kann, ist optischer Aufheller, wie man hier schön sehen kann. Ne? Das fluoresziert so blau. In dem Fotoarchivpapier hier im Vergleich dazu haben wir den nicht enthalten. Und der verbraucht sich und kann dann zum Vergilben der Bilder führen. Und was passiert da mit den vergilbten Bildern? Ich als Restauratorin hier im Haus hoffe, dass ich das in meiner Zeit hier nicht mehr erlebe, weil wir eben sehr reduzierte Beleuchtungsbedingungen deswegen auch in den Ausstellungen hatten.